doch, kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Donnie hat dich angerufen und hat gesagt, Adrian Nabi steht hier neben mir, ich möchte gerne, dass du ihn kennenlernst. Was glaubst du denn, was ich mit Donnie gemacht habe? Dasselbe wie mit dir, die Kamera aufgestellt und meine Fragen gestellt. So. In doing a name, it's communication. So sometimes you have to reach out in bigger and better ways. So you not only bomb inside, you go out and do a piece. Ich kann mich an das Jahr nicht erinnern. Ich konnte nicht schlafen, lag im Bett und auf einmal ging so ein Film los mit Musik. Und dann habe ich gesehen, wie so ein Typ so ein Zorro-Umrisse gemalt hat. Ich war 84, war ich in der 4. Klasse und die Lehrerin meinte, stopp, wir machen heute mal was anderes im Unterricht. Und schon hat sie dann auch die Musik angemacht und dann haben die losgelegt mit diesen Standard-Moves, so weißt du. Damals war ja diese Breakdance-Welle, ne? Graffiti kam dann direkt danach. Dann gab es ja auch das erste Dortmunder Graffiti-Buch, da guckst du war. Ja, das ist ja so eine Dortmunder Art, da guckst du war. Hier ist Shark. Und hier, das ist ja schön. So. Hey, Jacob. Hey. Nice to see you. We had very little information. I think it was the same all over Europe. It wasn't until September 1984, when the Swedish national television aired Style Wars. It's like a snowball effect, you know? It's rolling. It started from a small thing and then it became bigger, bigger and bigger till you don't see the small ball inside. They set off a kind of a reinterpretation of b-boy characters. They really started to stylize. The sound, the frequency, you know, they can touch you here and there. And that's what I try to do with my lettering. Als ich die Bilder von ihm gesehen habe, wie er an Styles rangegangen ist, wie er gemalt hat, dachte ich mir so, boah. Wir machen ja nur das nach, was du in New York gesehen hast. Und da hast du ja auch gesehen, die wurden immer besser. Du hast, also für mich ist das Scene ist so das, ne, das absolute Maß der Dinge. Natürlich beeinflusst man sich. Wir haben uns hingesetzt, haben auch theorisiert darüber, ist vielleicht sehr deutsch. For me, the Dortmund Graffiti very much had a German minimalism. Solid, clean, strong and industrious in a sense. The aesthetic of Dortmund Graffiti in particular was so different to most of the world. Unsere Absicht war eher, so viel zu malen wie möglich, damit Dortmund so schnell wie möglich wie Amsterdam aussieht. Hey, da war wirklich jeder Waggon zu. Jeder Waggon zu. Rollcasts sind gefahren, alles Panels, End-to-End. Okay, ey, wir leben hier wirklich in so einem besetzten Haus. Wir gehen unser Essen klauen, wir klauen eigentlich alles. Wir haben stinkende, müffelnde Füße, weil wir keine Dusche hatten, so, weißt du. Ghetto-Stars. Es fühlt sich, war ich das? So wie ein anderes Leben. Du sahst damals Standard aus. Also sind ja Rollcasts gefahren, da mussten dann Panels drüber gemalt werden und so weiter. Es war einfach, das System war zu. Krass, ist krass. Und jetzt ist es ja wirklich unüberblickbar. Es ist ja so groß geworden. Outlines are gone. But it's been up for 30 years. Yeah. That's pretty incredible.